Das Jahr 2020 steht vor der Tür und sämtliche Kristallkugeln, WahrsagerInnen und der Kaffeesatz sagen voraus, dass das beste Jahr der Menschheit werden wird. Folgendes passiert 2020. Der Akku des neuen iPhone 12 hält tatsächlich volle 3 Wochen, im Standby noch etwas länger. Die Bild-Zeitung wird offiziell als Fake News eingestuft, wird ja auch mal Zeit. Trump wird des Amtes enthoben oder wiedergewählt, da ist sich die Kristallkugel nicht so sicher. Selbstfahrende Elektroautos beenden die Ära der Verkehrsunfälle. Dank einer großen, gemeinsamen, weltweiten Anstrengung werden sämtliche Klimaziele erreicht, die Eisbären sind gerettet und Greta geht wieder zur Schule. How dare you? Tiere sind keine Sache mehr, sondern erhalten dieselben Rechte wie Menschen. Der Weltfrieden bricht überall aus und das bedingungslose Grundeinkommen produziert einen Riesenhaufen Wohlstand für jeden Menschen dieses Planeten. Ob das alles im voraussichtlich besten Jahr der Menschheit so passieren wird, man weiß es nicht, denn die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Außer in der Astronomie. Da kann oft sekundengenau vorhergesagt werden, was wann passiert. Wie jedes Jahr um diese Zeit mache ich darum wieder das Interview mit Volker Heinrich vom Physikalischen Verein, der uns die Himmelsereignisse für 2020 vorhersagt. Und im Gegensatz zu dem ganzen Quatsch eben, wird das dann garantiert auch genauso eintreffen. Viel Vergnügen bei der Jahresvorschau 2020. Januar. Das Jahr beginnt gleich mit einem sehr kräftigen Sternschnuppenstrom. In der Nacht vom 3. zum 4. Januar sind die Quadrantiden zu sehen. Ein recht kräftiger Sternschnuppenstrom, der bis zu 120 Sternschnuppen pro Stunde erbringt. Die Quadrantiden haben ihren Namen von einem Sternbild, das es heute gar nicht mehr gibt. Früher, als es noch einigen Wildwuchs am Himmel gab, da wurden gelegentlich Sternbilder eingeführt, die dann später in Vergessenheit geraten sind. Und der Name Quadrantiden geht tatsächlich auf ein solches nicht mehr existierendes Sternbild zurück, auf das Sternbild Quadrans. Das war also der Mauerquadrant. Heute kein Sternbild mehr, deswegen kommen die Quadrantiden heute eigentlich aus dem Bereich, den wir den Bärenhüter nennen oder Bootes. Mit ihren 120 Sternschnuppen pro Stunde im Maximum ist das ein sehr kräftiger Strom, der allerdings diese hohen Fallraten nur wenige Stunden beibehält, dann flacht das Ganze relativ schnell wieder ab. Und das heißt, wenn die Nacht vom 3. auf den 4. Januar vom Wetter her passt und es schön klar ist, dann kann man die Quadrantiden so nach Mitternacht relativ gut beobachten. Der Mond wird uns bei dieser Beobachtung auch im Jahr 2020 nicht stören, denn er ist halb zunehmend und geht also gegen 1.30 Uhr unter, liegt also schon relativ tief im Westen, wenn wir so unsere ersten Beobachtungsversuche machen können. Und für die zweite Nachthälfte haben wir keine Beeinflussung durch den Mond zu befürchten. Am 5. Januar, das nächste astronomische Ereignis der besonderen Art. Unsere Erde ist an ihrem sonnennächsten Punkt. Und obwohl wir uns gerade so richtig schön die Knochen durchfrieren, sind wir am nächsten an der Sonne dran. Unsere Umlaufbahn um die Sonne ist ja eine Ellipse. Und das heißt, der Abstand Sonne-Erde schwankt und tatsächlich
ist in den Wintermonaten die Erde näher an der Sonne als in den Sommermonaten des Nordsommers. Und wir haben also dann einen Abstand von ungefähr 147, ungrad Millionen Kilometer zur Sonne. Und wenn es bei uns dann besonders schön warm ist, im Juni, Juli, dann haben wir einen besonders großen Abstand von 153 Millionen Kilometer. Das ist so die Spanne, in der sich das bewegt. Und man kann also deutlich sehen, dass der Abstand für die Temperaturen auf der Erdoberfläche nicht so entscheidend ist. Viel entscheidender ist, fallen die Sonnenstrahlen relativ senkrecht oder eher flach auf die Erdoberfläche. Das macht mehr an den Außentemperaturen aus als der Abstand. Finsternisse sind im Jahr 2020 wieder so eine Geschichte. Es gibt zwei Sonnenfinsternisse, die aber beide in Mitteleuropa und damit auch in unserem Einzugsbereich nicht zu beobachten sein werden. Und eine astronomische Besonderheit: Es gibt in diesem Jahr zwar vier Mondfinsternisse, das sind aber alles Halbschattenfinsternisse, also der Mond tritt bei keiner dieser Finsternisse in den Kernschatten der Erde ein. Halbschattenfinsternisse sind wenig spektakulär. Man bekommt eigentlich, wenn man nicht sehr genau hinschaut, gar nichts davon mit. Am 10. Januar haben wir eine Halbschattenfinsternis, bei der der Mond immerhin zu fast 93% im Halbschatten der Erde versinkt. Und damit wird derjenige, der genau hinschaut, beobachten können, dass die Helligkeit auf dem Mond einen Gradienten aufweist, nämlich da, wo der Mond gerade am nächsten am Kernschatten dran ist, da ist er etwas dunkler auf der Oberfläche. Zum äußeren Rand des Halbschattens hin wird das Ganze deutlich heller, also da merkt man kaum etwas von einer Abschattung. Und das ist dann also im Prinzip auch schon das Maximum dessen, was wir an Sonnen- oder Mondfinsternissen in diesem Jahr 2020 erleben werden. Eigentlich schade. Februar. Im Februar zeigt uns der Merkur eine Abendsichtbarkeit. In den ersten Februartagen taucht er tief am Westhorizont auf und wird seine beste Beobachtungszeit in den Tagen zwischen dem 10. und dem 16. Februar haben. Das heißt, wir müssen also ganz früh nach Sonnenuntergang in Westrichtung schauen, um den Merkur am hellen Dämmerungshimmel ausmachen zu können und ihn zumindest für kurze Zeit, für 30 bis maximal 60 Minuten im Auge behalten zu können. Daneben zeigt sich die Venus im Februar am Abendhimmel. Sie wird also eine relativ ausgedehnte Abendsichtbarkeit haben, die allerdings nicht wirklich ganz ideal verlaufen wird. Wir können die Venus aber bis in den Juni hinein am Abendhimmel verfolgen und dann wird sie die Fronten wechseln und wird vom Abendstern zum Morgenstern und dann wird sie uns eine sehr, sehr schöne Morgensichtbarkeit im Herbst 2020 bieten, aber dazu später. Am 27. Februar begegnen sich Mond und Venus in der Abenddämmerung hoch im Südwesten. Das ist immer ein sehr schöner Anblick, wenn der noch junge Mond, der da also als schmale Mondsichel
gerade wieder sichtbar geworden ist, der sehr hellen Venus begegnet. Und man kann also die beiden Himmelskörper an diesem 27. Februar sehr schön beieinander stehen sehen. Es ist jetzt also nicht besonders eng, aber auf jeden Fall eine Beobachtung, die man gut mit dem bloßen Auge erledigen kann. März. Am 9. März werden wir den ersten Supermond dieses Jahres erleben. Supermond, das ist so eine Geschichte, mit der ich persönlich als Astronom ein bisschen Schwierigkeiten habe. Ein Supermond ist ein Vollmond, der sich dann ereignet, wenn der Mond besonders nah an der Erde dran steht. Auch die Bahn des Mondes um die Erde ist ja eine Ellipse und auch der Mond nimmt unterschiedlich großen Abstand zur Erde ein. Er kann zwischen 356.000 und 407.000 Kilometer von der Erde entfernt sein. Und von einem Supermond sprechen wir, respektive sprechen unsere amerikanischen Kollegen, wenn der Mond näher als 360.000 Kilometer an der Erde steht und Vollmond und dabei der Vollmond eintritt. Ist das etwas Besonderes? Ja und nein. Der Mond ist natürlich immer irgendwann innerhalb eines Mondumlaufs so nah an der Erde dran. Nur meistens ist dann gerade kein Vollmond. Tatsächlich ist der Mond auch ein bisschen größer. Er wirft auch ein bisschen mehr Licht auf die Erdoberfläche. Aber ehrlich gesagt, wenn man keine Vergleichsmöglichkeit hat, fällt einem Beobachter das an einem solchen Abend eigentlich gar nicht so sonderlich auf. Er sieht nicht anders aus als in anderen Monaten. Wie gesagt, wenn wir es ausmessen, können wir natürlich sehen, ja, er ist ein bisschen größer in der Fläche, aber der Unterschied ist jetzt nicht so gewaltig, als dass uns das jetzt vom Hocker reißen würde. Der Morgenhimmel im März ist relativ reich an mit bloßem Auge sichtbaren Planeten. Neben Jupiter und Saturn treibt sich auch der Mars am Morgenhimmel rum. Und ab dem 18. März begegnet der Mars zunächst dem Jupiter. Da hat er den kürzesten Abstand am 20. März erreicht. Und einige Tage später, nämlich am 31. März, steht er dann ganz nah bei Saturn. Das heißt aber, diese drei Planeten sind den ganzen Monat relativ eng beieinander, sind leicht zu finden. Und wer also bis jetzt den Mars noch nicht gesehen hatte, der kann Jupiter und Saturn als Aufsuchehilfe benutzen und sieht also, wie der Mars da am Morgenhimmel sich langsam breit macht. April und Mai. Ja, und schon sind wir im April gelandet und der April fängt am 8. wieder mit einem Supermond an. Was ein Supermond ist, haben wir schon im März erläutert. Warum gibt es den aber zweimal hintereinander? Nun, es ist eben so, dass die Bahnlage, in der der Vollmond eintritt, sich nur langsam verlagert. Und wenn die Parameter passen, dann ist es eben so, dass es kurz hintereinander zweimal einen Vollmond gibt, der innerhalb dieses 360.000 Kilometer Abstands
Bereichs sich zeigt. Und damit gibt es dann 2 Monate hintereinander einen Supermond zu sehen. Und auch das ist schon wieder mal so ein Zeichen dafür, dass der Supermond so super eigentlich gar nicht ist. In der Nacht vom 6. auf den 7. Mai haben wir das Maximum der Eta-Aquariden oder Mai-Aquariden zu erwarten. Das ist ein relativ ordentlicher Sternschnuppenstrom. Das heißt also, 65 Sternschnuppen können pro Stunde an einem Ort gesehen werden, wo es sehr dunkel ist und wo wir also eine wirklich transparente Atmosphäre haben und wo kein Fremdlicht uns irgendwie stört. Und damit ist das also kein schlechter Sternschnuppenstrom. Wir haben wirklich gute Chancen, mehrere Sternschnuppen pro Stunde zu sehen. Und das Schöne an den Eta-Aquariden ist ja auch noch, dass der Ursprungshimmelskörper der Hallesche Komet ist, der ja auch sehr bekannt ist. Das ändert natürlich nichts daran, dass das alles kleine Staubbröckchen sind, die in unsere Atmosphäre eintreten und dort verglühen. Aber wie gesagt, das sind eben Staubbröckchen, die der Hallesche Komet irgendwann mal verloren hat. Im Mai kommt es außerdem nochmal zu einer günstigen Abendsichtbarkeit des Merkur. Und hier kriegen wir diesmal bei der Beobachtung Schützenhilfe durch die Venus, denn am 21. und am 22. Mai steht die Venus relativ nahe am Merkur. Das heißt, wir müssen im Prinzip erstmal nur die strahlend helle Venus am hellen Dämmerungshimmel finden. Und mit einem Fernglas ist es dann relativ einfach, den deutlich schwächeren Merkur in der Nähe der Venus als schwächer leuchtenden Himmelskörper aufzuspüren. Und damit haben wir also im Mai eine relativ gute Chance, den Merkur zu finden. Wie üblich können wir dieses Jahr natürlich relativ wenig dazu sagen, ob ein schöner Komet sich am Himmel zeigt. Das passiert ja meistens recht überraschend. Allerdings steht zurzeit ein Komet am Himmel, den man mit den Mitteln eines Amateurastronomen relativ leicht auffinden kann. Das ist der Komet C2017T2 Pan-STARRS. Der Komet ist seit Dezember 2019 zu sehen und ist bis in den August zu verfolgen. Meistens mit Helligkeiten um die 10. Größenklasse, das ist schon relativ sportlich. Da muss man also sich am Himmel schon einigermaßen auskennen und ein recht ordentliches Instrument zur Verfügung haben, um den zu beobachten. Im Spätfrühling kann er allerdings Helligkeiten um die 8. Größenklasse erreichen und da wird er dann auch schon für kleinere Beobachtungsinstrumente interessant und er kann auch für den Astrofotografen ein lohnendes Objekt sein. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum heißt dieses Ding so merkwürdig? Kometen tragen doch normalerweise die Namen ihrer Entdecker. Wenn ich morgen einen Kometen am Himmel entdecken würde und kein anderer hätte das vor mir getan, dann würde dieser Komet Komet Heinrich heißen. Wie kommt dieser Komet zu diesem komischen Namen? Pan-STARRS ist ein Teleskopsystem, das den Himmel ständig durchmustert und dafür eigentlich gedacht ist, Asteroiden, aber durchaus auch Kometen, Objekte im Sonnensystem zu entdecken. Es geht dabei im Prinzip darum, nach Objekten Ausschau zu halten, die unserer Erde gefährlich werden können. Aber wie gesagt, wenn dabei
eine Kometenentdeckung rausspringt, dann wird eben der Komet nach diesem Entdeckungsinstrument, weil man das keinem dahinter hängenden Menschen zuschreiben kann, das Instrument arbeitet automatisch, dann wird also diese Entdeckung diesem Instrument zugeschrieben und dann bekommt der eben den Namen Pan-STARRS. Der Komet 2017 T2 ist bei weitem nicht der einzige Komet, der den Zusatznamen Pan-STARRS trägt. Juni. Am 5. Juni gibt es die nächste Halbschattenfinsternis des Mondes. Wie wir schon im Januar gehört haben, sind Halbschattenfinsternisse nicht so richtig spannend. Diese Halbschattenfinsternis ist also von Mitteleuropa aus nicht besonders gut zu beobachten. Insofern ist das jetzt kein echtes astronomisches Highlight. Besser wird es dann am 13. Juni. Da steht der Mars relativ nah beim Planeten Neptun. Und das bietet natürlich für den unerfahreneren Beobachter mal eine schöne Möglichkeit, den Neptun auch mal zu Gesicht zu bekommen. Ich weiß aus meiner Umgebung, dass es da einige Leute gibt, die astronomisch sehr interessiert sind, den Neptun aber eigentlich noch nie so richtig gesehen haben. Das ist kein Hexenwerk, er ist, wenn man ihn denn in einem kleinen Fernrohr sieht, er verrät sich durch seine bläulich-grüne Färbung. Aber wie gesagt, er ist halt nicht leicht am Himmel auszumachen. Und wenn dann der Mars uns quasi so ein bisschen Schützenhilfe beim Suchen gibt, dann ist das natürlich eine feine Sache. Mein persönliches Highlight für die Himmelsereignisse des Jahres 2020 kommt am 19.06. Und es findet mitten am helllichten Tag statt. Naja, also sagen wir mal in den Morgenstunden des 19. Juni, aber zu einer Zeit, wo die Sonne schon recht hoch am Himmel steht. Da passiert etwas, das wir nicht allzu oft zu sehen kriegen, denn der Mond wird an diesem Tag die Venus bedecken. Das, wie gesagt, am Taghimmel. Trotzdem ist es eine Beobachtung, die man relativ leicht erledigen kann, denn die Venus ist so hell, dass die Adleraugen unter uns sie am Taghimmel als sternförmigen Punkt finden könnten, wenn sie denn nur genau wüssten, wo sie hinzuschauen haben. Da hilft uns der Mond ja ganz ordentlich. Und bereits mit einem Fernglas wird das also eine ganz spannende Beobachtung. Viel besser und schöner ist es natürlich, wenn wir ein kleines oder, naja, warum auch nicht, auch ein größeres Fernrohr zur Verfügung haben und das Ganze schön en Detail verfolgen können. Der Mond ist an diesem Tag abnehmend. Wir haben die schmale abnehmende Mondsichel am Taghimmel und ich denke, jeder von uns hat schon mal gesehen, dass also der Mond dann zwar relativ blass ist und nicht besonders gut gegen den Himmel kontrastiert, aber dass es kein großes Problem ist, den Mond am Himmel beobachten zu können. Also der Mond steht an diesem Tag als schmale, abnehmende Sichel mit der Sonne zusammen am Taghimmel und ist also natürlich nur ganz blass am Himmel zu sehen. Aber in seiner Nähe befindet sich die Venus und die Venus ist so hell,
Sie hat an diesem Tag eine Helligkeit von minus 4,4 Magnituden. Das reicht aus, dass die Adleraugen unter unseren Zuschauern sie als Stern am Himmel mit bloßem Auge erkennen könnten. Auf jeden Fall ist es aber kein Problem, sie in einem Fernglas zu sehen. Wenn wir jetzt also zu allem Überfluss noch die Möglichkeit haben, mit einem kleinen oder auch gerne größeren Fernrohr das Ganze zu beobachten, dann sehen wir, dass nicht nur der Mond eine schmale Sichel bietet, sondern auch die Venus eine schmale Sichel zeigt. Das heißt, es sieht so aus, als ob ein weit entfernter Mond hinter dem nah an uns stehenden Mond verschwinden würde. Eine ganz abgefahrene Geschichte. Es dauert auch einige Zeit, bis der Mond die Venus vollständig zugedeckt hat. Losgehen tut das Ganze bei uns etwa um 9.50 Uhr. Dann hat die Venus den hellen Mondrand erreicht. Und der Mond, wir sehen, wie der Mond langsam die Venus zudeckt. Dann passiert erstmal eine ganze Weile nichts. Und ab 10.44 Uhr müssen wir dann wieder auf der dunklen Seite des Mondes Ausschau halten, denn da fängt die Venus langsam an, hinter dem Mond wieder hervorzukommen. Und das wird ein gefundenes Fressen, insbesondere auch für Fotografen sein, denn es ist also bestimmt ein unglaublich schönes Bild, wie sich die schmale Venussichel hinter der schmalen Mondsichel wieder hervorschiebt. Ich denke mal, da werden viele Kameraverschlüsse am Klappern sein. Am 21. Juni kommt es zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis, die in Teilen von Afrika, auf der arabischen Halbinsel, in großen Teilen Indiens und Chinas zu beobachten ist. Leider ist Europa komplett außerhalb der Finsterniszone. Das heißt, wir sehen von dieser ringförmigen Finsternis keine Spur. Also nicht mal eine kleine partielle Sonnenfinsternis ist für uns drin. Im südeuropäischen Raum gibt es ein paar Ecken, wo also die Finsternis klein zu sehen ist. Aber wer also die Finsternis als ringförmige Finsternis genießen möchte, für den ist die kürzeste Anreise die auf die arabische Halbinsel. Zum Beispiel im Oman kann man das Ereignis beobachten, und da befindet man sich auf dieser Zentrallinie, die es auch für ringförmige Sonnenfinsternisse gibt, wo also die Sonne dann ganz exakt zentrisch von der Mondscheibe verdeckt wird. Der Mond aber, weil er relativ weit von der Erde entfernt ist, zu klein ist, um die Sonne vollständig zuzudecken. Juli. In der Folge der Sonnenfinsternis vom 21. Juni im Oman gibt es Anfang Juli nochmal eine Halbschattenfinsternis des Mondes. Auch hier gilt wieder kein allzu spannendes Beobachtungsthema. Trotzdem möchte ich das hier erwähnt haben. Also diese typische Abfolge Mondfinsternis findet hier also auch statt. Nur wie gesagt, die Mondfinsternisse sind in diesem Fall nicht ideal und werden also nicht gut zu beobachten sein. Eine gute Nachricht gibt es für alle Freunde der Planetenbeobachtung, denn am 14. Juli erreicht der Jupiter seine Oppositionsstellung. Oppositionsstellung, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, das ist
der Zeitpunkt, wo der Himmelskörper aufgeht, wenn die Sonne untergeht, und untergeht, wenn die Sonne aufgeht. Der Sonne also genau gegenüber in Opposition steht. Und das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass der Jupiter am 14. Juli und natürlich in den Zeiten kurz davor und danach die ganze Nacht als Beobachtungsobjekt zur Verfügung steht. Im Laufe des Jahres verlagert er seine Aufgangszeiten immer weiter in den Abendbereich hinein und er wird also spätestens ab der Oppositionszeit ein gutes Beobachtungsobjekt, für das man also nicht zu Unzeiten aus Bett muss, um das also beobachten zu können. Und was am 14. Juli für den Jupiter gilt, das tritt am 21. Juli auch für den Saturn ein, denn da kommt der Planet Saturn in Opposition. Auch hier gilt dasselbe, Sichtbarkeit über die ganze Nacht und im Prinzip eine lange Beobachtungsperiode in den Herbst und in den Winter hinein, wo wir also dann in den Abendstunden zunehmend günstiger die Beobachtung dieser Planeten vornehmen können. August. Ein sehr schönes Phänomen, das in den Sommermonaten beobachtet werden kann, sind die leuchtenden Nachtwolken. Wir haben sie mal in den August gelegt, aber sie können also auch im Juli oder im September auftreten. Wann sie zu sehen sind, das ist immer ein bisschen schwer vorherzusagen, aber die Chancen sind in den Sommermonaten am größten, leuchtende Nachtwolken zu sehen. Was ist das für ein Phänomen? Wir haben es hier mit Eiskristallausbildungen zu tun, die weit oberhalb der Zone in unserer Atmosphäre auftreten, wo wir normalerweise Wolkenbildung kennen. Sie sind weit jenseits der Troposphäre, sie sind weit jenseits der Stratosphäre. Leuchtende Nachtwolken sind Eiswolken, die in einer Höhe von 80 bis 90 Kilometer über Grund auftreten. Und deswegen werden sie von der untergegangenen Sonne noch angeleuchtet, während die bodennahen Bereiche bereits in der Dämmerung, in der tiefen Dämmerung oder in der Nacht sind. Das heißt, der Himmel ist plötzlich voll mit hellen, sieht so ein bisschen aus wie zirrusartigen Wolken. Ein wunderschönes Ereignis, das also immer mal wieder zu sehr verwunderten Anrufen führt, weil man sich das als Mensch, der sich mit solchen Phänomenen nicht beschäftigt, eigentlich nicht besonders gut erklären kann, was da gerade abgeht am Himmel. Die leuchtenden Nachtwolken lassen sich also zum Beispiel auch mit Radar verfolgen und so gibt es also mittlerweile auch die Möglichkeit, über einschlägige Seiten im Internet nachzuschauen, ob für einen bestimmten Abend eine gute Chance besteht, nachtleuchtende Wolken sehen zu können. Der Merkur hat im August auch nochmal eine Morgensichtbarkeit. Das heißt also, das ist was für die wirklich Frühaufstehenden unter uns. Denn in den Sommermonaten im August wird es ja doch recht früh hell. Und das heißt, um den Merkur auffinden zu können, müssen wir schon relativ früh aus den Federn. Insofern erwähne ich das hier nochmal am Rande.
ein alle Jahre wiederkehrendes Phänomen, das im August immer wieder seine Liebhaber findet, ist der Sternschnuppenstrom der Perseiden. Einer der kräftigsten Sternschnuppenströme im Jahresablauf und vor allen Dingen der, den man am ehesten beobachten möchte, weil es in den lauen Sommernächten relativ angenehm ist, sich draußen aufzuhalten und sich eine Nacht um die Ohren zu schlagen, um Sternschnuppen zu beobachten. Andere Sternschnuppenströme wie die Quadrantiden im Januar oder die Geminiden im Dezember sind mindestens ähnlich schön. Die Geminiden gelten mittlerweile auch als noch schöner, aber sie finden halt zu einer Zeit statt, wo es draußen sehr kalt ist und da man ja für die Beobachtung von Sternschnuppen relativ lange Zeit draußen sein muss, um möglichst viele sehen zu können, ist es halt einfach im Sommer angenehmer zu beobachten. Deswegen sind die Perseiden die bei weitem beliebtesten Sternschnuppen, die beobachtet werden. Die Perseiden erreichen in diesem Jahr ihr Maximum in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Und leider spielt der Mond in diesem Jahr auch nicht so ideal mit. Er steht leider sehr nahe am Radianten und wird also quasi während der ganzen Hochaktivität der Perseiden die Beobachtung durch seine Helligkeit stören. Das heißt einfach, der Mond hält den Himmel auf. Wir werden die schwächeren Perseiden-Meteore nicht wahrnehmen können, weil sie durch das Mondlicht überstrahlt werden. Und damit werden wir nicht so viele Sternschnuppen sehen können, wie es unter normalen Umständen der Fall wäre. September und Oktober. So sehr wir uns auch bemüht haben, wir haben eigentlich kein besonderes astronomisches Ereignis lokalisieren können, das in den September fällt. Nicht mal einen Vollmond gibt es im September, dafür gibt es im Oktober gleich zwei. Anfang des Monats und am 31.10. Ist jeweils Vollmondtermin und wenn zwei Vollmonde in einem Monat stattfinden, nennt man den zweiten einen Blue Moon, obwohl der auch nicht blauer ist als sonst auch. Aber das ist eben so. Warum das ein Blue Moon ist, dazu müssen wir ein bisschen rumrecherchieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber man nennt das so. Eine wirklich besondere Möglichkeit, den Planeten Mars zu beobachten, steht uns im Oktober ins Haus. Der Mars erreicht am 13. Oktober seine Oppositionsstellung. Darüber hatten wir bei Jupiter und Saturn schon gesprochen gehabt, was das bedeutet. Aufgang bei Sonnenuntergang, Untergang bei Sonnenaufgang. Opposition bedeutet auch immer, der Himmelskörper steht der Erde zu diesem Zeitpunkt besonders nahe. Und Mars-Oppositionen, die können ganz unterschiedlich weit von der Erde entfernt sein. Im Idealfall unter 60 Millionen Kilometer. Im ungünstigsten Fall kann eine Mars-Opposition auch 103 Millionen Kilometer von der Erde entfernt stattfinden. Im Oktober steht der Mars mit 63 Millionen Kilometer Distanz relativ nah an der Erde. Vor zwei Jahren hat er es noch ein bisschen näher ran geschafft. Da waren es 56 Millionen Kilometer.
Aber wer sich an die Mars-Opposition von vor 2 Jahren erinnert, der weiß, dass der Mars da ganz tief im Süden stand, kaum Höhe über Horizont erreicht hat und deswegen sehr ungünstig zu beobachten war, immer nur kurz und wenn, dann halt auch in dichten Atmosphärenschichten, wo also immer die Atmosphärenunruhe die Beobachtung stört. Ja, außerdem hat er einen monatelangen Staubsturm entwickelt, das heißt, man konnte also auch keine schönen Oberflächendetails beobachten. Das sieht in diesem Jahr deutlich besser aus. Denn der Mars steht sehr viel höher über Horizont. Das heißt, wir müssen nicht so horizontnah in den dichten Atmosphäreschichten beobachten, sondern wir haben also relativ klare Sicht auf den Mars. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Stürmen auf der Marsoberfläche kommt, ist auch ein gutes Stück geringer als bei diesen besonders kurzdistanten Mars-Oppositionen. Und insofern ist das eigentlich das, was sich der Beobachter auf der Nordhalbkugel für eine anständige Mars-Beobachtung wünscht. Und deswegen werden also bestimmt viele Fernrohre im Oktober und natürlich auch in den Monaten davor und danach auf den Mars gerichtet werden. Und wir sind froher Hoffnung, dass wir also eine ganze Menge schöne Beobachtungen und auch Fotografien mit sehr detaillierten Oberflächendarstellungen bekommen können. November. Im November gibt es nochmal eine sehr schöne Morgensichtbarkeit des Merkur. Die Merkur-Sichtbarkeiten sind immer dann besonders gut, wenn sie in den Herbst oder in den Frühling fallen. Die Herbstmorgensichtbarkeiten und die Frühlingsabendsichtbarkeiten sind immer die besten Gelegenheiten, den Merkur zu sehen. Und so haben wir es also hier im November auch mit einer sehr guten Position des Merkur zu tun. Er erreicht einen guten Abstand von der Sonne, ist also relativ lange Zeit über dem Horizont und könnte deswegen einigermaßen gut wahrnehmbar sein. Das Problem ist natürlich, dass in den Novembertagen wir ja üblicherweise es oft mit Nebellagen zu tun haben und dass die sich natürlich auch gerne mal in den Morgenstunden besonders stark ausbreiten. Insofern ist es halt immer eine Frage, ob das Wetter mitspielt oder nicht. Wenn das Wetter mitspielt, ist es mit Sicherheit eine interessante Sache, mal Ausschau nach dem Merkur im Osten zu halten. In der beginnenden Morgendämmerung sollte er sich als durchaus nicht allzu schwaches leuchtendes Objekt am östlichen Himmel zeigen. Dezember. In der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember kommt es wieder zu einem besonders eindrucksvollen Sternschnuppenstrom. Die Sternschnuppen der Geminiden scheinen also aus dem Sternbild der Zwillinge hervorzutreten. Verursacher der Geminiden-Meteore ist ja der Kleinplanet 3200 Phaeton und nicht, wie wir das sonst kennen, ein Komet. Das ist etwas Besonderes. Und das führt auch dazu, dass die Teilchen,
da im Raum unterwegs sind, ein bisschen massereicher sind und damit die Sternschnuppen oft besonders hell sein können. In diesem Jahr sind die Verhältnisse für die Beobachtung der Geminiden nahezu ideal. Das Maximum wird für 2 Uhr morgens am 14. Dezember erwartet, das heißt also die Nacht- und Morgenstunden vom 13. auf den 14. sind ideal. Die berechnete Maximalrate liegt bei 150 Sternschnuppen pro Stunde. Also auch hier ist es so, dass die Geminiden mittlerweile die Perseiden als den kräftigsten Sternschnuppenstrom des Jahres deutlich abgelöst haben. Und wir werden in diesem Jahr keinerlei Störungen durch den Mond haben, da der Mond in diesen Tagen fast die Neumondstellung erreicht hat und damit also keine Störung produzieren kann. Also es gilt gut einpacken, schön in schöne dicke Wintersachen hüllen, mit einem ordentlichen Schlafsack auf eine Beobachtungsliege sich platzieren, einen schönen heißen Tee in der Thermoskanne bereit haben und warten, was da von oben runterkommt. So mancher Mund wird vor Überraschung offen stehen, denn da sind wirklich immer wieder ganz besonders helle Meteore dabei. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Am 14. Dezember 2020 kommt es dann zur zweiten großen Sonnenfinsternis des Jahres. Diesmal eine totale Sonnenfinsternis, die sich aber in weiten Teilen über den Ozeanen abspielt. Der ideale Beobachtungspunkt auf dem Festland ist das südliche Chile und das südliche Argentinien. Also schon Richtung Patagonien, Feuerland. Und das heißt also, wer diese Sonnenfinsternis beobachten will, der muss recht abenteuerlustig sein und eine weite, weite Reise auf sich nehmen. Aber wie es bei totalen Sonnenfinsternissen natürlich immer so ist, die weiteste Reise lohnt sich, um dieses Ereignis verfolgen zu können. Ja, und dann hat dieses Jahr noch einen ganz besonderen astronomischen Knüller für uns parat: die Reinkarnation des Sterns von Bethlehem. Im Dezember begegnen sich die Planeten Jupiter und Saturn und sie kommen ganz dicht aneinander vorbei. Nicht wenige sind der Ansicht, dass es sich beim Stern von Bethlehem um eine enge Konjunktion von Jupiter und Saturn im Sternbild Fische gehandelt haben könnte. Und auch in diesem Dezember gibt es eine ganz enge Konjunktion von Jupiter und Saturn. Zwar nicht im Sternbild Fische, aber dafür besonders eng. Am 21. Dezember werden die beiden Planeten so eng beieinander stehen, dass man mit bloßem Auge Schwierigkeiten haben wird, sie voneinander zu trennen. Und für die Liebhaber von Planetenbeobachtung, denen kann ich nur sagen, an diesem Tag sind beide Himmelskörper weniger als 7 Bogenminuten voneinander getrennt. Das heißt, in einem Fernrohr lassen sich beide Planeten gleichzeitig bei einer Vergrößerung von 150-fach beobachten. Das wird ein Anblick sein, den man lange, lange Zeit nicht wieder erreichen wird. Obwohl wir uns ganz nah am Weihnachtsfest befinden,
ist es nochmal Zeit für die beobachtenden Astronomen, ihre Fernrohre auszupacken. Wir können natürlich nur hoffen, dass das Wetter mitspielt und dass wir diese enge Begegnung dieser beiden Planeten am 21. Dezember und in den Tagen davor und danach, wo das auch immer noch sehr eindrucksvoll aussehen wird, genießen können. Und damit ist 2020 auch schon wieder vorbei, zumindest was unsere Jahresvorschau betrifft. Für euch, die ihr das seht, hat es vielleicht gerade erst begonnen oder ihr seid mittendrin. Vielen lieben Dank an Volker Heinrich, der auch für dieses Jahr wieder die Zeit gefunden hat, bedeutende Himmelsereignisse zu kommentieren und das auch hoffentlich für die nächsten Jahre machen wird. Und euch oder Ihnen ein friedliches Jahr 2020.